Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Montagmorgen, 4 Uhr. Schon wieder so früh. Glaube ich fast jeden Montag. Heute haben wir ein bisschen was vor. Ein bisschen mehr vor. Wir wollen erstmal einen Trailer entladen von einem Kollegen mit 3 Stellen. Rostock und 2-mal Wittenhagen. Das ist oben bei Grimm, Stralsund, oben die Ecke. Dann fahren wir entweder hier über den Hof und holen wieder meinen Trailer oder wir fahren mit dem anderen Trailer nach Bützow. Dort schon mal einen Teil laden, dann hochfahren nach Wittenhagen. Dort morgen den zweiten Teil laden. Also heute ein bisschen was zu tun. Ja. Jetzt erstmal kurz tanken. Ich habe am Wochenende hätte ich mich mal rasieren sollen. Ich sehe aus wie sonst was. Aber gut, ist halt so. Müssen wir jetzt halt diese Woche damit vorlieb nehmen. Oh, ich bin auch erstmal noch ein bisschen müde, ey. So sieht das aus. Wie gesagt, erstmal ansatteln und erstmal tanke ich nochmal kurz, dann sattel ich an und dann geht das los nach Rostock hoch. Also, bis gleich oben in Rostock. Jetzt gibt es erstmal ein paar Fahrszenen. Sind wir schon mal, ich habe schon mal abgeladen, schon mal. Jetzt muss ich noch nach vorne, muss nur noch die Papiere holen. Und meine Haare, die liegen, alter Vater. Ich habe Wochenende nicht geschafft, zum Friseur zu kommen. Aus diversen Problemen. So. Der Trailer ist ganz cool, das zeige ich auch gleich. So viel Zeit muss sein. Der Trailer sieht nicht nur von innen leicht anders aus, weil er eine andere Führung hat. Ich weiß, wahrscheinlich ein bisschen unscharf, aber ich wollte das nicht auf Fokus drehen. Sondern, das ist ein blinkender Trailer. Ich versuche das gleich mal vorzuzeigen, vorzuführen, wie auch immer. Ich schmeiß mal ganz einfach den Blinker an. Und sehen wir das? Wir sehen's. Alle Lampen blinken auf der linken Seite jetzt, weil ich habe jetzt links geblinkt. Finde ich schon mal extrem cool. Jo, also das ist dann wohl doch ein etwas neueres Modell. Sieht halt von innen auch ein bisschen moderner aus, hier von außen halt, mit dem Blinker. Ja. Und ich muss sagen, ich bin eindeutig jetzt gerade etwas zu doll angezogen. Gottes Willen. Und wir sehen es natürlich auch, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, die Mücke ist back. Ne? Ich fahre jetzt erstmal rum und hole mir erstmal meine Papiere. Und dann fahre ich hoch. Ne? Und dann gucken wir weiter. Nee, jetzt wie gesagt noch abladen. Das lief bis jetzt ganz gut. Sie hat auch schon kontrolliert. Deswegen muss ich jetzt echt nach vorne gucken, ob die Papiere schon fertig sind. Bis gleich. Ich bin fertig abgeladen. Ihr seht, ich bin etwas leicht verschwitzt. Deswegen auch hier Handtuch über den Sitz. Wir haben draußen 33 Grad. Am Freitag war es noch irgendwie angenehme, weiß gar nicht, hatten wir da 20 Grad? Wenn es hochkam, also nicht so auf jeden Fall. Nicht so. Es sind
Entschuldigung, er ist gerade hochgesprungen, wahrscheinlich, weil er gerade stand auf 34 Grad. Also, sagen wir es mal 30 Grad plus. Und dann hier bei offenen Rampen, also sprich, wie soll man das sagen, offenen Rampen. Das sind Tore, da ist aber noch ein Vorbau. Da haben sie früher Bahnwaggons einfach abgeladen. Und an diesen, sie liegen ja auch noch unten Schienen, aber die stören dich ja nicht, weil da stehst du ja nicht drauf. Die sind halt extrem nah an diesen Betonkanten praktisch rangefahren. Das ist wieder richtig schön gemauert, geeckt. Und darauf haben sie dann halt noch Rampen jetzt aufgebaut. Ist von der Sache her nicht schlecht. Ist doch alles überdacht. Ist von der Sache her geil. Absolut. Aber bei dieser Temperatur ist das denn so ein wenig warm, ne? Also, sehr warm. Und ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keine großartige Zeit, weil die Zeit so ein bisschen langsam drückt. Ich muss jetzt schnellstmöglich nach Machin meinen Trailer nehmen und dann wieder meine normale Tour. Weil um 14 Uhr, 14.30 wollte ich eigentlich schon. Na gut, meistens kriegen wir vor 15 Uhr sowieso keine Ladung da. Aber dass ich dann doch schon so ungefähr dann da hinten bin, ne, in Bützow. Lecker. So, dann. Also sprich, muss ich ein bisschen Gas geben. Gut. Das heißt für euch, gibt es jetzt schon die nächsten, gleich wieder die nächsten Fahrzehen. Also, Toro, bis später in Bützow oder heute Abend in Wankendorf. Ich tippe mal heute Abend in Wankendorf, ist cooler, ist besser. Können wir auch wieder draußen umherlaufen. Sind wir ja nicht schon ein paar Mal irgendwie, keine Ahnung. Ach, ist auch egal. Wir sehen uns heute Abend da. In Wankendorf. Sturmlocke steht auf jeden Fall. Keine Ahnung, was das ist. Okay, wirklich Sturmlocke, ne? Ja. So sind halt meine lieben Haare. Aber für die dicke Mütze ist es jetzt etwas zu warm. Lieber ohne Mütze. Auch wenn die Haare aussehen wie sonst was. Jetzt ist die Locke einigermaßen weg. Es ist richtig, richtig, richtig scheiße warm. Kühler nochmal anschmeißen. 3 Grad plus. So. Und jetzt fahre ich oben hoch und kümmere mich um meine scheiß Lok, Alter. Freunde, ich hab's geschafft, Alter. Was für ein Tag. Alter, fuck. Es ist wirklich schon, wahrscheinlich seht ihr gar nichts, ein bisschen wirklicher geworden. Dadurch sind die Temperaturen auch ein bisschen abgesunken.
Jetzt sind wir auf 23 Grad anstatt auf 33. Also das ist schon deutlich, deutlich angenehmer. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich war lange nicht mehr so fertig, wie ich heute bin. Es ist 6 Uhr, ich habe jetzt bis 6 Uhr morgen früh Feierabend, Pause, wie auch immer. Und diese Stunden werde ich jetzt auch definitiv genießen und werde mich definitiv richtig schön auspennen. Es ist nicht zu warm jetzt, das ist geil, das ist gut. Ich habe auch gerade beide Fenster aufgemacht. Man muss auch immer aufpassen mit der Klimaanlage, dass man sich da nicht immer sofort, dass man sich da nicht erkältet, wie auch immer. Das geht manchmal schneller, als man gucken kann. Weiß nicht genau, vielleicht habe ich mir schon was reingefangen. Glaube ich jetzt, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich es übertrieben habe. Deswegen, es ist immer, wenn man es übertreibt, immer ganz, ganz, ganz schlimm. Deswegen mache ich persönlich keine Lüftung direkt auf mich. Hört sich zwar doof an, ist aber so. Also ich habe nie irgendwie die Lüftung direkt auf mir drauf. Wenn ich es dunkel, dann sollte es wirklich so gehen, ne? Oh, das sollte so einigermaßen in Ordnung. Ich kann das nicht ab, dann werde ich schneller krank, als ich ABC sagen kann. Und das kann ich auch jedem so ein bisschen empfehlen. Nicht die Lüftung direkt auf einen selbst. Gerade nicht, wenn man verschwitzt ist. Dann sowieso nicht. Dann holt ihr euch den Teufel rein. Also, dann holt ihr euch Erkältung, Männergrippe. Und Männergrippe, ihr wisst, Männergrippe ist ganz, ganz böse und ziemlich gefährlich. Ne? Ich beende jetzt hier den Part, das Video, wie auch immer. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas zusammenschnibbel oder nicht. Oder ich denke mal, dass das wieder ein separater Tag ist. Denke ich mir mal, dass es ausreichend genug ist. So. Ich werde jetzt, wie gesagt, die Daten noch einmal runterziehen auf mein PC und dann werde ich mich genüsslich da hinten hinlegen, noch ein bisschen mit dem Tablet gucken und einfach ins Bett gehen. Es ist boah, echt fertig. Also, haut rein. Bis die Tage. Wir sehen uns vielleicht jetzt gleich, vielleicht auch nicht. Also, Tschüssikowska.